Hi Leute, hier ist wieder der Andres von Mein Weg zur ersten Million und heute zeige ich dir mal das Projekt, wo ich aktuell drin verwickelt bin, denn hier geht es um das Haus von meiner Frau. Die hat nämlich ein Haus von 1905, ein Zechenhaus gekauft und da machen wir gerade drei Wohnungen draus aus diesem Einfamilienhaus. Und ja, wie das so aussieht, das zeige ich dir jetzt. Ja, wir sind jetzt hier im Eingangsbereich und ja, das ist so bei den Zechenhäusern hier in der Gegend im Ruhrgebiet so der normale Treppenaufgang. Hier vorne war eigentlich mal eine Tür ursprünglich, die haben wir zugemacht und dafür die Wand hier hinten auf. Und der Plan ist es jetzt, hier einmal so eine Wand zu ziehen. Wohnungseingang machen wir dann hier rein. Und dann wird das hier die erste Wohneinheit. Ja, kommt man rein, steht man im Wohnzimmer. Trennen wir hier noch ab für Schlafzimmer. Und ja, dann kommt hier noch Bad und Küche rein. Sind wir gerade schon so ein bisschen dran hier mit Trockenbau. Kommt hier das Bad hin und ja, hier wird dann mal die Küche entstehen, ja. Ja, also ist auf jeden Fall noch viel zu tun hier. Wir machen jetzt auch überall Fußbodenheizung hin. Also das heißt, man sieht das ja, hier ist das ja überall ein bisschen niedriger. Und ja, zeige ich euch jetzt nochmal den Rest der Bude. Ja, ganz typisch für diese Altbauten ist immer hier auf den Etagen, also auf diesen Zwischen, ja, wie nennt man das? Zwischenabsetzen ist immer so ein Etagenklo gewesen. Das haben wir natürlich rausgerissen. Hier machen wir jetzt Versorgungsschächte rein und ja, dass die Mieter hier noch so kleine Abstellräume bekommen. Ja, dann wären wir jetzt hier in der zweiten Wohnung. Für den Brandschutz haben wir jetzt hier eine F90 Brandschutzdecke gemacht. Mineralwolle ist da oben noch drin. Zur Verstärkung, wie man hier sieht, haben wir hier nochmal die Balken, also das sind die alten, da haben wir zwischen zwei alte immer einen neuen nochmal gemacht, also quasi verdoppelt. Warum, zeige ich euch gleich. Hier doppelt beplankt, 20 mm Fireboard von Knauf, teure Angelegenheit. Oder was heißt teuer, aber nicht vergleichbar mit den typischen Baumarktpreisen für die dünnen Platten. Ja, hier machen wir eine Wand. Dann kommt hier die neue Wohnungseingangstür rein, dann wären wir hier in der zweiten Wohnung. Hier dann auch mit einem anständigen Flur, macht dann eben ein bisschen besseren Grundriss. Schlafzimmer hätten wir so gedacht, hier machen wir ein bisschen Luxus, weil hier oben kommt dann noch eine Klimaanlage hin. Ja, Wohnzimmer, ebenfalls mit Klimaanlage. Decken sind recht hoch. Ja, also wenn ich mich jetzt mal so an die Wand stelle, sind das irgendwie 2 Meter. Ich glaube, das sind 3 Meter knapp bis zur Decke. Ja, auch hier Fußbodenheizung natürlich. Und vom Wohnzimmer wird man dann hier in die Küche kommen. Oder hier vorne wäre halt der Badeingang. Das trennen wir noch ab. Machen wir dann hier so zwischen einmal eine Abtrennung, dass wir hier Bad und Küche reinbekommen. Wie wir das genau machen, ja, so ein bisschen, die Planung steht schon so grob, aber das müssen wir noch mal uns ein bisschen austüfteln. Jetzt gehen wir mal ganz hoch. Hier jetzt auch wieder ganz typisch. Wieder das Etagenklo. Jetzt machen wir hier weiterhin wieder hier Versorgungsschacht, wie ich gerade schon sagte. Und hier kommt dann oben natürlich auch noch mal eine Trennwand hin. Ja, also hier wird dann abgetrennt. Wohnungstür eingebaut. Ja, dann wäre das hier Schlafzimmer, also gleiche Aufteilung eigentlich, kann man sagen, wie unten auch. Ja, jetzt machen wir hier das Bad dann hin. Haben wir noch ein Dachfenster gemacht. Ja, das war jetzt zweimal undicht. Das haben wir dem Dachdecker gesagt, du sollst das mal vernünftig einbauen. Kein Bock mehr auf so einen Scheiß. Und ja, jetzt ist es eigentlich so der coolste Raum jetzt hier oben. Ja, und dann wird das hier so eine Wohnküche,
kann man sagen. Also das ist jetzt hier so das Wohnzimmer. Und dann wird hier vorne die Küche entstehen. Ja, und jetzt ganz cool ist natürlich auch, es ist ein sehr großer Garten noch mit dabei. 1400 Quadratmeter Grundstück. Ja, das dazu. Also das ist jetzt gerade so das aktuelle Projekt. Ziel ist es jetzt, das hier so schnell wie möglich fertig zu kriegen, dass es eben vermietet werden kann. Und ja, das nächste Projekt, beziehungsweise das, was jetzt parallel dazu läuft, das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Also, bis dann. Ach ja, genau. Eine Sache will ich euch noch zeigen, was man hier mit dem großen Garten noch so alles veranstalten kann. Denn ja, als es ein bisschen wärmer war, habe ich das schon einmal getestet. Und ja, dann wisst ihr auf jeden Fall, was ich sonst noch so treibe, wenn ich mich nicht mit Immobilien und hier Baustellen beschäftige. Also, schaut's euch mal an.